Willkommen zurück hier zu Minecraft Dungeons, liebe Freunde. Ihr hört schon an meinem Lachen, wir sind gut drauf heute, denn wir machen heute keine Tower Challenge, ist verrückt, aber tatsächlich mal wieder eine Folge mit etwas mehr Luft als die letzten Male. Die Tower Challenge ist abgeschlossen, die siebte, und wir warten natürlich mit Hochdruck, wie ihr auch, auf das neue Update zu Minecraft Dungeons, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, also wenn ihr die schaut, dann ist das schon raus. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gespielt und für gut oder schlecht befunden. Aber für uns sind es noch 2 Tage hin jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Deswegen können wir dazu noch keinen Content rausballern. Aber nächste Woche, da geht's dann los. Moment, was haben wir denn gerade für eine Folge? Das ist eine Sonntagsfolge, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, am Donnerstag gibt es nochmal normalen Content. Ich kann es ja schon mal teasern. Heute gibt es eine Tagesmission, also eine Tagesprüfung. Am Donnerstag gibt es eine uralten Mission. Und am Sonntag, da schauen wir uns nicht nur gemeinsam das neue Update an, sondern es ist auch der Auftakt zu einer neuen Season an Tower Challenges für uns. Das heißt, neue Seasonal-Tabelle, alles auf Null. Ich bin schon gespannt, mit wie vielen Stockwerken Kevin diesmal uns abhängen wird. Du musst, oder es wäre, glaube ich, ganz gut, noch kurz zu erwähnen, warum wir auch keine Boss-Missionen machen. Stimmt, ja, wir müssen auch keine Boss-Missionen mehr machen, weil der gute Kevin sich nämlich dazu bereit erklärt hat, unter der Woche die restlichen 2 Boss-Missionen zu erledigen. Das heißt, wir haben jetzt die neue Kraftstufe freigeschaltet. Ich persönlich noch nicht, das macht aber gar nichts, denn Kevin ist jetzt einfach der Mapmaster. Und sucht für uns die Tagesprüfung raus. Und das heißt, wir können auch, was unsere Kraftstufe angeht, in neue Gefilde vordringen. Und das wiederum heißt, wir kriegen heute hart aufs Maul. Und ich freue mich schon. Nice. Yippie. Machen wir. Also, ich glaube, ganz so schlimm sollten wir es wirklich nicht machen. Weil das Maximale, was ich jetzt kann, ist 225. Ich glaube nicht, Benny. Ist gar nicht so weit weg von unserer Stufe. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort dazu, wieso wir die Tagesprüfung machen und welche das ist. Wir haben uns nämlich entschieden, dass wir mal, jetzt wo Cloudy Climb quasi in den letzten Zügen liegt, haben wir uns entschieden, wir gucken uns auch mal den Adventure Hub hier ein bisschen genauer an. Und wenn ich die richtige Taste drücke, geht er auch auf. Da gibt es nämlich heute die Tagesmission, also ne, die üblichen Tagesmissionen, die Beyond Good and Evil sind. Aber trotzdem, es heißt Besiege Spinne, 900 Stück. Und zumindest einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein wollen wir heute mit der Tagesprüfung machen. Denn auf dem Festland gibt es eine Tagesprüfung. 50% aller Fernkampfkreaturen werden durch Spinne ersetzt. Das heißt, so 3-4 Stück mehr als im normalen Durchlauf sollten dabei sein. Und ja, wenn wir das ganze Ding jetzt 180 Mal spielen, haben wir unsere 900 zusammen, würde ich sagen. Ja, dann noch 900, ne? Klingt gut. Die Folge geht wahrscheinlich bis Donnerstag. Ich will aber nur noch mal sagen, unsere Teamkraft ist 212. Ja. Und die hier drin ist 225. Dann macht das sind 13 Kraftstufe. Naja, ich meine ja nur, weil ihr gesagt habt, mach einfach. Nee. Mach einfach, meine ich halt, mach das, was du für richtig hältst. Ach so, okay. Ich war mir also, kurz nicht sicher, Ich kann eh jetzt nicht sagen, nee, mach das lieber nicht, weil du hörst eh auch nicht auf mich, von daher. Mach halt. Hey, doch? Ich höre immer auf dich, Benny. Wo kommt denn das jetzt her? Diese Unsicherheit. Smaragde! Smaragde müssen wir übrigens auch sammeln. Dann machen wir das. Also gleich doppelt gut hier. Rotes Schaf! Also, jedenfalls haben wir jetzt 219. Ich weiß gar nicht, was war denn unsere alte Kraftstufe? 214 oder sowas, oder? Ne, 209 glaube ich 209, sogar nur. 209, also die war tatsächlich relativ... Oh Gott. Leute, ich merke die neue Kraftstufe. Wo liegst denn du? Das freue ich mich auch gerade. Anders. Hä, was ist denn? Ich bin rechts runtergegangen, habe eine Kiste aufgemacht. Ach, da war ich tot. Ja. Aber Hauptsache, ich bin derjenige, der irgendwie bis zum Tode lootet, ne? Pfeile. Oh Leute. Das Schönste an der Kraftstufe ist ja, dass ich jetzt über den Schmied wieder meine Sachen auf ein halbwegs gescheites Level bringen kann. Weil das ist ja stuck auf 210 gewesen. Das war ja auch nicht mehr wirklich usable dadurch. Ist richtig. Ah, doch, sind schon einige Spinnen. Also keine 900 Stück jetzt, aber sind schon zumindest einige. Ich habe ja so die leise Hoffnung, die sich wahrscheinlich nicht bestätigen wird, dass sie die ganzen Missionen und Adventure Points nochmal ein ganz kleines bisschen überarbeiten und vielleicht zugänglicher machen. Also das ist wirklich irgendwie, was war mal eine Mission, schaffe 120 Level oder sowas in einer Woche.
Das ist doch behämmert, also da muss man ja ein übster Suchti sein. Nichts gegen euch Suchtis, wenn ihr das jetzt durchgezogen habt oder so. Aber als Casual-Spieler, so wie wir es, sagen wir auch Sinn, ein bisschen mehr als Casual vielleicht, aber jetzt auch nicht mit endlos viel Zeit, ist es eigentlich nicht wirklich schaffbar. Nee. Und ja, ich weiß, man kriegt auch die Adventure-Punkte, wenn man sie nur teilweise erfüllt, die Missionen, aber es ist halt erstmal ein übelster Demotivator, wenn man es sieht. Gut. Und schon von vornherein weiß, das werden wir nicht schaffen. Also das schaffe ich halt in der Woche nicht. Nicht ohne beliebig viel Aufwand. Es gibt ja auch noch andere tolle Spiele neben Minecraft Dungeons, die wir spielen. Könnt doch gerne mal. Die meisten von euch wissen das ja gar nicht, dass wir. Ja genau, das könnt ihr gerne machen. Die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich gar nicht, dass wir neben Dungeons auch noch andere Projekte hier auf dem Kanal haben. Also guckt einfach mal auf unsere Kanalseite, Hashtag dreiste Werbung und klickt euch mal ein bisschen durch. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Los, Schaf! Los, Schaf! So, wo seid denn ihr? Weg. So, du kannst dich zu uns teleportieren. Ich versuche gerade den Weg zu finden, wo wir nicht lang müssen, damit wir wirklich jeden Winkel hier erkunden. Was? Ich habe da Truhe gehört. Smaragde, brauche ich. Hallo. Das wäre übrigens der erste Sackgasse gewesen, die kürzeste Sackgasse von allen. Ach, super. Für die sich trotzdem nicht entschieden hat. Nö, die habe ich ignoriert. Fand ich überhaupt nicht gut. Ah, ist okay. Hab ich mich nicht im Ansatz gesehen. Geil. Hat sich aber auch gelohnt. Siehst du, war so langweilig, wusste ich. Wollte ein bisschen Action reinbringen. Wenigstens am Anfang der Folge musst du Action reinbringen, weißt du, sonst springen dir die Leute ab. Action schmeckt schon. Na genau. Benny hat's verstanden. Das sagt er halt auch wirklich immer, ne? Ja. Also wirklich jeden Tag, weißt du? Ist übelst nervig eigentlich. Ah, Sackgasse. Hm. Wieso seid denn ihr so schnell? Weil wir da überall schon waren. Also ich zumindest. Ich hatte aber keinen Grund. Also ich hab ein blaues Schaf. Was ist das für eine Antwort? Naja, da musste ich nicht in irgendeine Sackgasse erst, weil ich wusste, dass da eine ist. Nee, ich meine, aber du läufst ja auch schneller als ich. Das war meine Sicher? Frage. Hast du die Stiefel? Nekromanten! Also ich hab die Stiefel nicht. Ich bin tot. Eieiei. Eieiei. Du machst das schon, ne? Nö, das ist doch nicht. RIP, ich. Hä, das ging aber schnell jetzt. Ich wollte gerade noch mein Heiltrank schießen. Und schon war ich. Schon war ich tot, würde ich sagen. Aber not bad, not bad. Aber auch schöner That's What She Said Witz. Ja, oder? Danke. Ja. Also, der war solide. Fandst du okay? Ja. Ja. Nice. Der war ordentlich. Kann man machen. Ich bin immer noch der Meinung, dass Strahlenkranz genervt wurde. Oh nee, brauche ich jetzt auch neue Kämpferbandagen mit zweimal Strahlenkranz? Oh, ich war so froh, dass ich sie hatte. Jetzt sind sie wertlos. Wertlos. Rotes Schaf. Okay, beruhig dich doch. Was für wertlos. Wertlos, schmerzlos, sagt der Kevin immer. Der Spieler macht den Gegenstand gut. Was ist denn das schon wieder für eine esoterische Grütze, ey? Das ist vor allem übelst harter Bullshit, also. Ja. Übelster Quark. Oh, Quark. Hatten wir erst. Was? Quark. Ja? Ja, in einem Zupfkuchen. Ach, schön. Schön klassischen Zupfkuchen. Ja, risch, klassisch. Okay, ich bin einfach in dem Feuer gestorben gerade. Das kann man machen. Benny ist auch echt hart. Ich helfe mir ein bisschen, ich gebe passiven Support. Hä, aber warum geht das Feuer denn nicht weg einfach? Naja, weil die Geister immer noch hier sind und immer neues Feuer legen. Das sehe ich aber überhaupt nicht ein, weißt du? Ja, okay. Aber das hilft dir nicht. Ja, aber... Okay. Spinnen und Feuer ist blöd. Aber die sind schon im Tower immer so aggressiv. Die Feuer-Dudes in Dudin. Das stimmt allerdings, ja. Da gibt es ja sogar noch die geboostete Variante von den Teilen. Die sich verwandeln können in. Ich weiß gar nicht, was sie dann machen. Andere Dinge. Wir haben Loot übersehen. Das ist schlecht. Ich glaube, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ja, hä? Oh nee, nicht diese Dinger. Weg damit, gleich weg damit. Direkt ab in die Walachei. Weg, 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 weg. Los, Schaf! Lootkiste. Der Schlüssel geht wieder zurück, ich hol ihn mal. Okay, cool. Ein finsteres Granat. Mitkommen.
Oh, das ist aber cool. Ich weiß. Also, ich habe mir sagen lassen, dass das eine total nutzlose Waffe ist, aber ich finde die total cool. Oh, Menno. Sag mal, wie kommen wir zu der Kiste da oben hin? Weißt du, jemand? Wir gehen ja erstmal durch und bringen es ja alles zu Ende und dann gucken wir mal, ob wir hinkommen. Ach nee, die Kiste ist. Die Tür ist offen, kommt mal mit. Das ist eine Lootkiste. Dann weiß ich doch. Wir kommen sofort. Ach nee! Hä? Jetzt hast du uns angelogen oder was? Ein Glück sind wir nicht mitbekommen. Ein bisschen verwirrt. Ja, merk schon. Hä? Bin ich doch immer 60 geworden oder was? Jetzt sei mal leise hier. Ich teleportiere mich einfach zu euch. Hier ist doch offen, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ein Wahrheitssucher. Das wäre super cool, wenn ich ein Seelenbild hätte, aber. Ich hatte vorhin auch einen. Aber der ist nur 215, also das nützt nichts. Immerhin 218. Ich habe eine Getreuenrüstung gefunden. Was ist das denn? Schadensverringerung, Schaden zu verhindern, Abklingzeit für das Wollen, Trinken als Trankstreik, Verteidigung. Interessant. Okay, die Spinnen haben Durchbohren. Na gut, das bringt natürlich nicht so viel, ne? Also, können wahrscheinlich mit dem Spinnennetz zwei von uns treffen, aber. Ich sehe voll lauter Zahlen die Spinne nicht. Oh Gott. Es ist so viel los hier. Viel Feuer, viel Gegner, viel Tod, viel Arbeit. Blitzer. Die haben Flammenspur. Das ist nicht schlimm, solange du nicht reinrennst. Habe ich aber gemacht. Ja, dann ist schlimm. Danke. Ich weiß, ich bin übelst hilfreich. Ich boxe den jetzt hier einfach in die Messer da rein. Oh, close call. Das ist mein. Holy shit. Gib mir doch den Trank, dann kann ich. Ach, scheiß drauf. Nein, sorry, dass ich im Trank gesprungen. Ich bin so gestorben bin. Ich hasse euch alle. Ey, sei doch jetzt mal nicht so. Mach doch mal nicht diesen. Was sieht denn hier so viel Schaden? Der Dude, Storino. War hier ein Knopf? Ach nee, das war bloß Bennys Riesenpfeil. Ja, ja, ich weiß, der ist voll schlecht. Ja, aber gut. Hört auf, mich zu schlagen, ich ziehe hier gerade was durch. Aber das interessiert dich nicht, dass du was durchziehst. Ja, aber es wäre halt mal anständig, weißt du? Ich weiß halt nicht. Wer für die Erziehung von Zombies zuständig ist, aber wer auch immer es ist, er hat versagt. Meisterlampe. Ich glaube, ich bin. Nee, noch nicht, jetzt bin ich drauf. Nein, what? Shit, what ist geschehen? Was war das denn jetzt? Nicht so schlimm. Nicht super schlimm, aber war schon krass. Ich konnte nicht mal einen Heiltrank nehmen, so schnell war ich tot. Elektrisiert. Ja, willkommen in meiner Welt, Kevin. Ja, hat sich gelohnt, ne? Falle, Fälle. Na dann, ist doch gut. Ich weiß noch nicht, wieso es sich für euch gelohnt hat, aber. Naja, es war ja übel belohnt, so. Ja, eigentlich ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja, das ist ja der Witz dran. Das ist ja der Witz dran. Hast du hoffentlich gecheckt. Das ist das Problem, dass es halt nicht belohnt war. Da weiß ich nicht, was dran witzig ist. Stellst dich gerade mit Absicht so an? Ja, ne? Hä, was meinst du? Ja, wahrscheinlich. Ich muss hier weg. Ist mir zu viel. Sehe ich jetzt überhaupt nicht ein, weißt du? Für so einen lockeren Sonntag finde ich das gerade ganz schön anstrengend. Genau deswegen, ne? Deswegen wollte ich halt gar nicht erst anfangen. Kann es sein, dass sie sowas wie Don oder Geschossabwehr haben, weil. Haben Geschossabwehr auf gar keinen Fall. Kurioserweise habe ich echt viel Schaden genommen, obwohl ich Fernkampf gemacht habe. Das ist mir gerade ein bisschen unerklärlich. Aber ich glaube an euch. Nee, sehe ich nicht. Ich wusste nicht mal, ich konnte mich nicht mal bewegen. Ja, ist okay. Kevin macht das gerade richtig gut.
Nice. Ah, siehst du. Solange wir Kevin im Team haben, kann uns nichts umbringen. Außer die ich wusste gerade wirklich nicht, was ich da hätte machen sollen. Ich konnte mich zwischenzeitlich nicht bewegen. Also ich weiß ja nicht mal, da kann ich ja nicht mal mit Movement irgendwie glänzen, wenn ich mich literally nicht bewegen kann. Aber keine Ahnung. Wie Kevin sagen würde, der Spieler macht das Movement. Scheinbar. Ach komm, ich belebe hier wieder. Kevin kümmert sich schon. Ach nee, Kevin ist ja schon. Benny kümmert sich schon. Ja. Ich bin taktisch gestorben. Das hast du taktisch gut gemacht. Geh doch mal weg, du taktischer Zombie. Ich muss taktisch deinen Anführer umlegen. Eieiei. Geht doch. Alter, nicht mich schubsen. Ich mag's nicht geschubst zu werden. Wirklich nicht. Blutschwein! Blutschwein! Komm hier! Ich hab keine Pfeile mehr. Doch, hab Pfeile. Wieso schießt er keine? Verprügeln! Nice! Alter. Eine verstärkte Kettenrüstung. Da unten, wo wär's denn da hingegangen? Egal, lass uns erstmal die Mission beenden, würde ich sagen. Ich guck mal kurz rein. Gibt viele Spinnen da drin. Ja, schön. Alles klar. Hier ist ein Apfel. Ich brauche ihn nicht. Konnte ich viel dagegen machen. Dann passt doch. Da muss ich mich jetzt aber schon langsam fragen, Benny. Konntest du nicht oder wolltest du nicht? In dem Moment konnte ich nicht, sonst will ich nicht. Okay, gut. Super. Wir hatten hier irgendwie Ranziehbums. Geht mir auf den Sack. Ich. Wieso ziehst du mich ran? Achso, ne, dann... Dich mag. Ja, das ist ja alles schön und so, aber trotzdem. Aber wir wären theoretisch fertig. Warte. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Don't. Keine Angst. Wir haben hier noch einen Gang und einen geheimen Abschnitt. Das muss natürlich alles noch erkundet werden. Ein Teamleben haben wir ja noch. Ach du Scheiße, RIP ich. Ohne Schaf! Okay, dann mach halt gar nichts da drin. Okay. Ich sehe gerade noch nicht ganz, wie ihr das schafft, ohne an den vorbeizukommen. Aber. Wow. War das ein Ernter? Habe ich gerade einen Ernter gesehen? Seit Ewigkeit mal wieder ein Ernter? Oh, das ist aber schön. What? Geh einfach zum Ausgang. Nö. Okay, dann nicht. Spinne. Ich habe extra einen Heiltrank genommen. Ja, ich eigentlich auch, aber irgendwie hat der Heiltrank sich halt überhaupt nicht gesehen. So, cool. Aus Prinzip. Wow. Wow. Danke, Spiel, gelohnt, für diese unfassbare Belohnung. Ach du Scheiße. Sag's wie es ist, könnte knapp werden. Diese scheiß Geister gehen mir auf den Sack! Nee! Mann! Geht einfach zum Ausgang. Okay. Ja, ich hab mich schon mal hingestellt. Ich hab die ganze Zeit schon versucht, irgendwie zu kämpfen. Kevin ist vor mir raus, ich bin danach gegangen. Sorry, ich hab das gesehen und dachte mir so, gefightet. Nee. Nö, ich nicht. Ich hab dich da gar nicht gesehen. So, doch, ich hab. Ja, super, danke für dein. Weißt du, mit dem Mindset? Das geht mir schon wieder auf den Sack. Nee, hab ich mich gar nicht gesehen. Brauche ich auch nicht unterstützen, das bringt ja gar nichts. Brauche ich auch nicht, das war total useless. Ja, aber was ist denn das für ein Mindset, weißt du? Wenn wir uns beide so bemüht hätten wie ich, dann hätten wir viel mehr geschafft. Genau, zusammen hätte er das schaffen können. Ja, und ich habe wieder den. Aber Hauptsache, du bleibst durch und ich kämpfe da vor mir. Stand. Also, okay. Ja, ich habe das nur taktisch sofort gesehen, dass das nichts wird. Ich auch, hab aber den Rückzug ich bin geflankt dafür. Ja, kannst du mal sehen. Das ist halt das Problem. Weil Kevin abgenommen, bis zu seiner Flucht zumindest alles gegeben hat. Aber du hast ja von Anfang an schon Lowplay gemacht und gesagt: Wenn hier so viele Gegner sind, gebe ich mir gar keine Mühe.
Danach geht's. Das ist, genau das ist das Mindset, was falsch ist, Benny. Alles klar. Das ist das Mindset, das. Und kurioserweise hast du das Mindset nicht im Turm, weil da geht's nämlich um was für dich. Aber wenn wir hier zusammenspielen, es ist wie beim Tauziehen. Wenn du weißt im Kopf, dass da noch andere Leute mitziehen, rufst du automatisch nicht deine beste Leistung ab. Und genau deswegen scheitern wir, Benny. Der Tadel muss jetzt mal sein. Gib einen Eintrag ins Hausaufgabenheft. Das musst du von der Mama unterschreiben lassen. Ja. Oder vom Papa. Ja, und du weißt, ich frag, ob es wirklich die Unterschrift von der Mama ist. Ach, Leute. Ihr seid aber hey, wir haben es doch trotzdem geschafft, letztendlich durch den tollkühnen Fluchteinsatz von Kevin. Ja, genau. Die Situation erkannt hat. Benny hat es auch noch erkannt. Benny hat es zu früh erkannt, aber trotzdem hat er die Situation noch erkannt. Wie dem auch sei, wir haben die Mission abgeschlossen und darum geht's ja. Wie gesagt, am Donnerstag geht's für uns dann nochmal eine Runde in die Hölle, damit wir noch ein paar krasse Gegenstände abstauben oder vielleicht den ein oder anderen Uralten sogar wegschnibbeln. Aber am nächsten Sonntag gibt's dann, wie gesagt, den ersten Auftakt zur neuen Tower Challenge. Wir sind schon sehr gespannt, vor allem auf die Rätselstockwerke und was das Update im Allgemeinen noch so für uns bereithält. Ich hoffe ja, dass es nicht einfach nur neuer Turm, dies, das ist. Das wäre, glaube ich, ein bisschen enttäuschend. Deswegen hoffen wir einfach mal, drücken Daumen, dass das Update noch ein paar andere Änderungen für uns bereithält. Wir sind gespannt, ihr werdet es bald erfahren. In 2 Tagen werden wir es erfahren. Ihr, wie gesagt, wisst es wahrscheinlich schon. Und wir schauen uns das dann am nächsten Sonntag gemeinsam an. Bis dahin, habt aber erstmal eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao. Tschüss.